So, jetzt wird etwas aufregend sein. Aber das andere auch. Das ist ein Buch von Angie Kim, eine amerikanische Autorin. Das heißt Miracle Creek. Also ich finde es rasant spannend. Das hat jetzt nicht diese literarische Wucht, aber das ist einfach super, super toll gemacht, super aktuell gemacht, hat sehr viel psychologische Tiefe. Dem Leser, dem es ausschließlich um ein actionreichen Thriller geht, dem möchte ich diesen Roman nicht unbedingt empfehlen. Dazu gibt es viel zu viele Pausen, die in die Seelen der Protagonisten hineinspüren, aber meiner Meinung nach die große Stärke des Buches. Der Plot ist aufregend. In einer amerikanischen Kleinstadt, Miracle Creek, kommt es zur Explosion eines Sauerstofftanks. Ein 8-jähriger autistischer Junge stirbt, auch Kim, fünffache Mutter mit einer stark behinderten Tochter, weitere Menschen werden leicht oder schwer verletzt. Wie konnte das geschehen und warum haben sich die Menschen in diesem Sauerstofftank aufgehalten? Es ist eine umstrittene medizinische Methode, die eigentlich aus Asien kommt, dass große, oft verabreichte Sauerstoffmengen sowohl die Körperzellen als auch die Hirnzellen aktivieren können. Da muss man sich dann eine Stunde aufhalten, kriegt also eine Sauerstoffzufuhr. Bei manchen von den Leuten, die hier in diesem Fall behandelt wurden, hat das funktioniert, bei manchen nicht. Tatsache ist, ein Sauerstofftank ist hochexplosiv. Ja. Es ist zum Superbowl gekommen, der Sauerstofftank ist explodiert, Menschen sind ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt und stellt Elizabeth vor Gericht. Elizabeth ist die Mutter des autistischen Jungen, der ums Leben gekommen ist. Die ist normalerweise immer in diesem Sauerstofftank mit gewesen, hat ihren Sohn begleitet, diesmal nicht. Man findet eine Flasche Wein, ein Packung Zigaretten, Streichhölzer, mit denen dieser Sauerstofftank wohl angezündet worden ist. Also sie ist die Hauptschuldige. Das Buch beginnt am ersten Gerichtstag. Alle Mitglieder, die im Sauerstofftank waren, überlebt haben und alle, die in irgendeiner Form damit zu tun hatten, sind dabei. Eigentlich ist klar, Elizabeth ist schuldig. Und dann bröckelt das Ganze so richtig schön vor sich hin. Jeder von den Beteiligten, alle Zeugen, haben in kleinem oder großem Umfang gelogen. Das geschah manchmal aus guten Absichten, um jemanden zu decken. Das geschah manchmal aus egoistischen Gründen, weil man vielleicht ein Alibi seiner Ehefrau nicht verraten wollte. Und dieses Buch, da geht es schlicht und ergreifend um diese bröckelnde Fassade und um die Frage, ist Elizabeth wirklich schuldig oder nicht? Warum hat sie sich schuldig bekannt? Sie hat es selbst gemacht. Wie schwierig ist das, mit einem autistischen Sohn umzugehen? All diese Fragen werden ganz vorsichtig in diesem Roman behandelt. Es gibt ein unglaublich spannendes Finale. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich werde auch nicht mehr über dieses Buch verraten. Ich möchte ja lieber etwas kryptisch bleiben. Es ist trotz allem ein Krimi. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen, da wurde das Buch mit John Grisham verglichen. Also ich finde es besser als Grisham, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen Sie sich einfach mal auf ein ganz, ganz rasantes Leseerlebnis gefasst. Es ist ein Krimi, es ist eine psychologische Studie, es ist ganz toll gemacht. Kent Harrow, kostbare Tage. Hat jemand schon mal was von Kent Harrow gelesen? Kostbare Tage. Tut mir leid, dass ich so viel arbeite. Alles gut. Ich möchte Ihnen eigentlich nicht nur dieses Buch vorstellen, sondern den ganzen Schriftsteller. Dauert nicht lange. Kent Harrow ist 2014 gestorben, er ist Amerikaner. Er hat insgesamt 6 Bücher veröffentlicht. In Deutschland wurde er eigentlich erst nach seinem Tod bekannt. Das wundert mich, denn er ist schon ein verdammt guter Schreiber.
Sein erstes Buch, vielleicht kennt das jemand, Unsere Seelen bei Nacht, wurde mit Robert Redford und James Van Der verfilmt. Das ist auch ein sehr schöner Film, den können Sie sich mal angucken. Der ist echt gut gemacht. Und wird dem Buch gerecht, das sage ich nicht oft. Die meisten Filme werden den Büchern nicht gerecht. Sein Visier fokussiert der Kentarhof auf eine fiktive Kleinstadt mitten in den Great Plains, Colorado, die er Holt nennt. Diese Kleinstadt gibt es nicht. Es ist ein ziemlich einsamer Flecken. Die nächste Großstadt ist Denver, aber ordentlich über 100 Kilometer weit entfernt. So ein kleiner Mikrokosmos, in dem man irgendwie miteinander klarkommen kann oder auch eben vielleicht nicht miteinander klarkommt. Alle Romane spielen dort. Diese Romane kann man völlig unabhängig voneinander lesen, weil sie immer einzelne Lebenssituationen werden herausgepickt. Also man muss das nicht chronologisch lesen, das ist überhaupt kein Problem. Manchmal begegnet man sich, aber das ist dann mehr so ein kleiner Schlenker, dass man denkt, doch stimmt, die habe ich ja auch schon kennengelernt, aber das ist nicht wichtig. Tja, eine Kleinstadt mitten in Colorado. Das führt zu sehr innigen und freundschaftlichen Beziehungen, aber wie man sich vorstellen kann, auch durchaus zu Neid und Klatsch. So einfach ist das nicht. Es ist, wie gesagt, ein eigener Mikrokosmos. In diesem Buch, dieses Buch beginnt eigentlich, was ich jetzt vorstellen will, dieses kostbare Tage, in der Praxis eines Onkels.